closer you get to an ankle gator's lair, the thicker the tall grass grows. Kids gotta make a run for it. That old gator's right on the Whoa! Side. Also ist das hier nicht gerade ohne. Was? Ich dachte, der konnte nicht hoch. Ja. Nice. Sitzt hier mal gut. Geh das später. Ach, ich finde das gerade nicht so geil hier. Seems even stinkweeds know to stay away from the queen. Okay, ich bleib mal hier stehen, weil hier kommt dieses Vieh nicht mehr. Ich finde dieses Pferd nicht. Das Vieh nicht schön. Etwas spitz ist, das haben wir aber schon mal vorgelesen. Queenie must have scared a bunch of peckers at height. Ja, ohne Ankündigung oder was? Was ist das denn? Knöchel-Gator-Ei. Ankle-Gators don't much care for their young. That's why there ain't many around. So. Das haben wir auch gemacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ruhm auf den Übungsgeländen. Erringe des ersten Preis auf der verlangten Anzahl von Übungsgeländen. Den ersten Preis. Knöchel-Gator-Ei, ein Andenken. Es ist riesig und sehr schwer und sein Inhalt scheint am Leben zu sein. Knöchel-Gatoren galten als ausgestorben, weil es Jahrzehnte dauert, bis ihre Eier ausgebrütet sind und sie daher meist Räubern zum Opfer fielen. Okay, das ist interessant. Kommen wir hier weiter. Wanna know how to find an ankle gator lair? They use a kid as bait. Now she's coming for him. She's got nowhere else to go. In der Falle, okay. Also es ist ein Mädel. They say if you run across an ankle gator, you better keep running. The shard sitting in plain view. Ah, jetzt kann ich verwunden, alles klar. Oh, das war gut. She's starting to get annoying. Hm.
geil. Was ist hier jetzt passiert? Ah, okay, diese Viecher. Okay, sie ist angepisst. Oh, die bleibt auch gar nicht mehr lange oben. Aber die sieht eigentlich voll schön aus. And now we've made her mad. Das ist schön. Kleinvieh macht auch nichts. Ach! Rest in peace, Queen Anne. Unfrieden. That was for the brushers. Weil das von da oben angegriffen wird, oder was? Dann tun wir uns sie noch auffrischen. Oh, outside of our window. Gut, dann wären wir hier soweit. Kids done what needed to be done. Oh. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. Ey, wir haben ein Vogelhäuschen. Ah ne, es ist ein Briefkasten. Ich dachte, es wäre ein Vogelhäuschen. Aber wir stecken jetzt erstmal das Ding hier rein. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Okay. Was bringt das denn hier? Ach so, nee, das war uninteressant. Was bringt das hier unten? Gehört Zugang zu weiten Inventarständen und schließlich neue Spirituosen. Dann machen wir das. We need an awful big lost and found under the circumstances. So, quatschen wir erstmal mit dir. Knöchelgator-Ei. Frag nach dem riesigen Ei aus der Lagune des Rothus, glaube ich. Hast du sowas schon mal gesehen? They said Queen Anne was just a folktale. Now there's living proof she ain't. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Artischocke, glaube ich. Ja, eine Artischocke sieht, glaube ich, so aus. Ein bisschen. Die sind ekelhaft. fragt sie ja nach dem riesigen Ei aus der Lagula. Glaubst du, ein Knöchelgator lässt dich zähmen? That gator's a crazy gal. But so is the gal who promised to look after her. Okay. Ich bin verwirrt. jetzt muss ich hier erstmal gucken. Wir haben ja noch was Spitzes bekommen. Das da. Oh, wir haben hier noch gar nichts. Ach so, das ist für den Spieß. Mach mal erstmal hier das hier. Was haben wir hier? Verstärkter Kolben. 50% Schaden. Effekt mit schwerer Patrone kombinierbar. Ein verstärkter Feuermechanismus, der Patronen mit größerer Wucht losschleudert. Mehrfachkolben. Verbessert Schussfrequenz, weitere Angriffssteuerung. Was? Effekt mit Streupatrone kombinierbar. Ein modifizierter Feuermechanismus, der Schussfrequenzbeschränkungen aufhebt. Takes a careful touch to rattle those bones like that. Gut. Ist noch kein Cash mehr. Dann hier mal noch gucken. Hochsprung. Okay. Viele neue Sachen auf jeden Fall. Schleicherspießfertigkeit. Ein geschickter Trick, der den Anwender hoch in die Luft springen und auf seine nichtsahnenden Feinde herabstürzen lässt. Die Schleicher adaptieren dieses Manöver entsprechend der Kriegszählungen älterer Generationen.
Ja, Spitzes kennen wir schon, etwas Grobes auch. Etwas Aufwendiges haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein Kalenderuhrwerk zur Planung von Arbeit und Freizeit. Die Federn und Zahnräder könnten sinnvoller genutzt werden. Das haben wir schon mal. Schmieriges kennen wir auch. Verkohltes kennen wir auch. Etwas Verkehrtes. Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe, ein ungewöhnliches Felsbrocken, das vor der Katastrophe unbekannt war. Es krümmt sich bei der leichtesten Berührung, fühlt sich aber dennoch härter als Knochen an. Stierbrandy. Plus 15% Schadenresistenz. Zellflüssiges Getränk, das als Opfergabe des für Pith gebraut wird. Da ist noch Englisch. Beverage brewed as an offering to Pith. Ja, das steht da oben schon. Known for promoting long... Was? Was ist das denn für ein Wort? And resistance to pain. Was ist denn longevity? Ich kenne das Wort, ich weiß noch nicht mal, wie ich das aussprechen soll. Auf jeden Fall schmerzresistent gedöns. From promoting? Ich kenne das Wort nicht. Na gut. Murksa-Gin. 5%ige Chance auf enthusiastisch werden nach Besiegen eines Feindes. Okay. Während enthusiastisch erfolgt, 3 Sekunden lang ein Zuwachs von plus 200% Schaden. Unterirdisch gebraut lichtempfindliches Getränk mit einem leichten Kalkgeschmack. Die Wirkung seiner starken Kräfte ist unberechenbar. Okay. Schlimmonade. Okay. Wiederherstellen der Gesundheit entsprechend 5% des verursachten Schadens. Nebenwirkung minus 66% Gesundheit. Tonikumpotenzial. Intensiv-saurer Geschmack, bekannt für seine belebende Wirkung, langanhaltender bitterer Nachgeschmack. Also das hier finde ich, das würde ich glaube ich mal ausrüsten, wenn ich kann, irgendwann. Heilermed. Wiederherstellen der Gesundheit durch Konter abblocken und mit dem Stierkopfschild. Oh, Deutsch. Angereichert mit Kräutern und Vitaminen, die das Wohlbefinden fördern. Blumig duftendes Bouquet. Es ist Bouquet. Ich glaube, es wird Bouquet ausgesprochen. Das war's. Okay. Dann gehen wir mal hier oben hin. 7 von 7. 5000. The dynasty to the families of the city. All reunited. John. I've asked a lot of the kid. But this is something he's done on his own. Mm-hmm. Dann kaufe ich mir mal... Wie war das denn? Der Murksa-Gin war das, ne? Ja. Dann tun wir das hier austauschen. Graver Gimlet tastes different the longer you swish it around. Miraculous stuff. So, dann würde ich sagen, ne, wir können noch ein bisschen shoppen, oder? Machen wir mal was Spitzes, was Grobes, was Aufwendiges, was... Das da. Machen wir auch dort den Hochsprung, dann haben wir den nämlich auch schon. So. Jetzt noch ein bisschen aufleveln. Boah, das ist gerade sehr viel, was ich hier mache. Es wäre schon cool, wenn ich am Ende alles aufgelevelt hätte. Also es wäre schon sehr cool. Taktikkolben. Reduzierte Abzüge bei Distanzschaden. Ein modifizierter Kolben, der die Leistung der Muskete in ihrem gesamten Wirkungsbereich verbessert. Überall Kolben
Okay, plus 33% schnelleres Nachladen. Ein Militärkolben, der zur Verringerung der Pausen zwischen den Schüssen konzipiert wurde. Nur das hier. To master the musket, you gotta get rid of the recoil. So. Boah, das ist auch schon wieder so teuer, ne? Wenn man hier erstmal. Verstärkter Schaft, plus 15% kritische Trefferchance, ein stabiler Sul-Holzstab, glaube ich, Sul war das, ne? Der für seine verbesserte Hiebfähigkeit sorgt.